Hallo und herzlich willkommen zu Retro Ausgepackt. Hallöchen! So, wir haben wieder zwei schöne Pakete von unseren Zuschauern bekommen. Vielen Dank dafür. Mit blauen Klebeband. Und wir fangen an mit dem etwas kleineren, das ist vom Alexander. Jawohl. Und da merkt man, Alexander ist ein Technik-Afficionado, denn er hat es nicht mit Paketband zugeklebt, sondern mit Isolierband. Ja. Was halt so der Computermensch so bei sich hat. Ich glaube ja eher, dass du viel zu positiv von dem denkst. Der hat bestimmt gedacht, wenn er Dennis wieder mit El Machete ankommt. Meinst du, es ist Gehässigkeit? Ja. Guck ich doch mal. Das gib ich, es zu, ich sehe ob nicht. Ich da... durchkomme. Wenn die Kniescheibe erstmal durchtrennt ist, geht der Rest ganz von alleine. Nee, will das nicht so. Doch, so geht's. So. Und da, ich spüre es. Schon im kleinen Finger. Okay. Ja. So, gucken wir mal, was da... Ui, professionelle Knisterfolie. Wow. Keine übelst fiesen Papierknuddelchen. Ja, die sind aber die zerplatzt nee, nicht. Das ist ja noch schlimmer. Das zerplatzt ja nicht. Total professionell. Das gibt's noch ja gar nicht. Ja, dann machen wir mal weiter mit dem Inhalt. Ja. Da haben wir drin ein Spiel für den Atari ST. Wir haben ja auch Ataris bei uns, also auch wir haben Ataris in der Sammlung. Haben wir noch nicht so richtig gezeigt, werden wir aber noch zu gegebener Zeit. Haben wir noch ein paar Atari-Spiele. Das ist eines Hellbent. Hellbent. Hellbent von Novagen. Sieht nach einem Space-Shooter aus. Ja. Hat aber keine Screenshots drauf. Aber im Jahr 3530... Lest du mal vor, Hagen. Im Jahr 3530 gelang es Captain Drag Hellbent, daher der Name, die kraelischen Thronräuber aus ganz Aldonica zu vertreiben. Ich dachte jetzt, du liest da oben, aber meinetwegen. Ach so, ich wollte einfach den deutschen Text lesen, aber du kannst auch gerne den englischen dir rauswursteln. Den englischen? Ja, ich hätte es den deutschen gelesen. Starfleet Captain Drag Hellbent achieved annihilation of Kraelian usurpers throughout Aldonica. Das war genau der gleiche Satz, den ich gelesen habe. Wie war das? Das war Englisch. Oder? War das? Das war bei Sendung mit der Maus immer so, ne? Ja. Gell? So. Genau. Mach mal auf hier. Es ist in der schönen Universalverpackung. Das ist nämlich auch für die Kassetten. Und Modul und 5,25 Zoll Diskette. Es ist nur nicht für 3,5 Zoll Diskette. Die muss man dann so drauflegen. Ja. Ladeanweisung, Game Load Instructions, Spielablauf. Die Berührung mit den Hindernissen in verbotenen Zonen werden mit dem Abzug eines ihrer Leben bestraft. Also auf Deutsch gesagt, klatschen irgendwo dran, sonst bist du tot. Zerstören Sie Boden, Ziele und Feinde, indem Sie darauf schießen. Also ich würde mal sagen, es ist ein Vertikalshooter. Tippe ich jetzt einfach mal anhand der Beschreibung so ein bisschen wie, keine Ahnung, Xenon oder so. Und da die Steuerung bedeutet, beweg dich nach links, beweg dich nach rechts, beweg dich nach oben und nach unten. Oder es ist so ein bisschen Sachsen. Denkbar. Keine Ahnung. Ich kenne es nicht und ich sehe da waren jetzt auch keine Screenshots. Nein. Es war ein weiteres Mal das ziemlich gute Label. Ich glaube, ich mache oder das ist so das für die. Es ist gar nicht für eine Diskette, es ist für die Anleitung. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber es passt trotzdem rein. Ja. Müssen wir dann mal ausprobieren, um mal zu gucken, wie das dann so aussieht. Ja. Und es ist noch ein Stück für Atari, nämlich eine Atari-Maus. Für den Atari ST. Die sind nicht kompatibel mit dem Amiga, auch wenn sie den gleichen Stecker haben. Tatsächlich. Und sie hat auch die gleiche Farbe. Also die Grundfarbe. So ein bisschen. Nee, also sind original ein bisschen dunkler. Ja. Ja, der Amiga ist eher beige, vom Atari ist eher grau. Ja, ja. Sieht man auch, ja. Genau, Atari STM. Aber die wäre was für deine, ich versuche sie heller zu kriegen, Ecke. Na, da könnte ich mal neueste Aufhellungstechniken mal dran ausprobieren. Das ist gut. Ja. Das ist eine gute Idee, Hagen. Ja. So, vielen Dank. Eine kleine Ergänzung für die Atari-Sammlung. Ja, saucool.
So, und es geht, wenn ich jetzt richtig. Ich räume dann das erstmal auf Seite. Im Kopf habe, geht es divers weiter. Das ist vom Wolfi. Und hier ist oben, ganz wichtig. Es gibt ein oben beim Wolfi. Ja. Und jetzt muss ich nur gucken. Also ich hoffe, es gibt auch beim Wolfi ein oben, aber beim Wolfi gibt es ja auch. Wenn ich da irgendwo reinkomme. Da, so, jetzt. Na? Da. Ja, man braucht immer so einen Anfang mit dem Messer. Wie du so alt werden konntest, wie du alt worden bist, das verwundert mich eigentlich immer wieder, wenn ich dich hier rumsäbeln sehe. Ich esse gern mit der Gabel. Und die tut mir weh. Wie war das bei Robin Hood? Weil es mir weh tut. Der Schmerz. Oh, guck mal, so. Eher professionelle Airpads. Wow, guck hier mal, das da, Chaka. Oh, Double Feature. Du hast nur drei, du hast nur zwei gehabt, oder was? Jetzt gerade die Lautstärke im Mikro. Weil wir es können. Genau. So, was haben wir denn da noch drin? Oh, 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 ein Liebesbrief. Oder ist ein... Ein Fanbrief. Ein Brief. Oh. Hallo Dennis, hallo Hagen, liebes VD-Team. Im Paket findet ihr die zwei erwähnten Bücher. Ich hoffe, diese erweitern sinnvoll euren Fundus. Mit Freude schaue ich eure Videos. Bitte macht weiter so. Vielleicht denkt ihr auch mal in Zukunft darüber nach, einen Livestream anzugehen über Twitch oder YouTube. Ich freue mich schon auf euer neues Unboxing. Genau. Schönen Gruß, Wolfi. Und hat noch was dazu getan. Und wir gucken jetzt einfach mal, was er uns da so alles reingetan hat. Willst du nicht netterweise kurz kommentieren wegen Livestreaming und sonstigem? Livestreaming. Wir überlegen, vielleicht müssen wir mal gucken, ob das klappt, so Ende des Jahres mal Livestream zu machen. Watch this space. Wir müssen mal ausprobieren, ob das so klappt. Ja, und du wirst es auf jeden Fall vorher auch ankündigen. Jetzt auf jeden Fall ankündigen. So, also auf jeden Fall, es ist angedacht und vielleicht kommt da was in nicht allzu ferner Zukunft. Mal gucken. Wir müssen es so feststellen, wie es ist. Uns fehlt so ein bisschen, also wir müssen die Location natürlich vorbereiten und die Technik vorbereiten. Fehlt noch und so. Und alles. Also es ist jetzt nicht so, oh, mach doch mal Livestream und Schnippi, sondern wir müssen da schon ein bisschen mehr tun. Ja. Das wollen wir auch, weil es uns, glaube ich, auch uns wird es, glaube ich, Spaß machen. Wir müssen einen Termin finden, wo wir dann auch... wo es irgendwie cool ist. Es bringt jetzt nichts, wenn wir nachts um 3 anfangen mit dem Livestream. Also vielleicht für die Nachteulen unter euch. Nichtsdestotrotz, wir gucken mal. Ja. So, jetzt können wir mal... So. Der Wolfi. Was hat er denn? Oh. So, fangen wir mal an hier. Ja. Und zwar ist das eine Doppelbox. Ja. Populous 2 und Powermonger. Cool. CD-ROM Classics von EA. Ja. Für den PC. Die Doppel-Orange-Boxen habe ich auch ein paar daheim. Ja, Powermonger und Populous 2. Und da ist die Anleitung. CD-ROM Classics. Also ich werde mir jetzt nicht die Populous-Anleitung angucken. Hier ist der Kopierschutz offensichtlich. Sieht zumindest so aus. Ja, so ein bisschen, gell? Ja. Ja. Ja, whatever. Sau dann cool. Haben wir also noch, ich glaube, da brauchen wir auch nichts drüber sagen, oder? Populous, ich meine. Dann haben wir noch Wing Commander Privateer. Neulich hatten wir Privateer 2, jetzt haben wir Privateer 1. Ja, sau cooles Game, sau Origin. Coole Edition. Ich habe genau diese Edition auch zu Hause. Okay. Ja, sau cool. Ja, dann. Aber ich weiß noch, die habe ich gespielt, rauf und eine Nunna. Richtig cool. Wing Commander Privateer von 94. Ja. Das Praktische an so CD-ROM-Editionen ist ja, die Disketten, die gehen ja kaputt. So CD-ROMs, die halten ein wenig länger. Da hat man noch eine Chance, dass da noch was geht. So. Jetzt habe ich wieder Lust drauf, dass ich mal zu Hause auch mal reinschmeiß. Und mit 94, brauchst du. Das Originalhandbuch befindet sich auf der CD mit Adobe Acrobat, kann es gelesen, mit dem Textleseprogramm. Ach, herrlich. Ja, und das ist die Kurzanleitung dann hier. Ja, den ganzen Rest brauchst du nicht. Wildes Geballer, alles gut. Genau, sau cool. Da sieht man so ein bisschen Screenshots. Ja. Ja. Ja, ich habe es ja noch nicht gespielt, Privateer, aber etwas, was ich mir auf jeden Fall mal angucken muss. Ja. Ja, damals war ich noch mehr so auf Amiga und sowas. Ja. Dann haben wir hier. Wenn du damit anfängst, dann müssen wir mal reden. Müssen wir mal hier. Hier ist noch ein absoluter Klassiker: System Shock. Den habe ich, glaube ich, in meinem Leben nur einmal gespielt oder so. Aber mit dem bösen Computer. Ja, genau. Ich erinnere mich auch so: 3D-Shooter ist es ja. Wenn ich mich da recht erinnere. Ja, so mit Cyberpunk, Hacking und so weiter.
Ich bin aber so, also das darf man, das ist kein Geheimnis, wenn ich sage, bei so Shooter-Zeugs, wo Bist du man nicht einen so? lockeren Zeigefinger, Abzugsfinger braucht, bin ich einfach, das ist, yeah. Ich gucke immer Leuten zu und finde es total spannend. Bullfrog Uah. Syndicate. Hast du gespielt? Nee, ich habe es nicht gespielt. Ich habe es auch für eine Amiga, aber ich habe es auch da noch nicht gespielt. Also Dieser soll es soll Schmerz! angeblich ganz gut sein, habe ich mal Ganz gehört. gut! Hab Mitleid! Unglaublich, es soll ganz gut sein. Weißt du, die besten Spiele der Welt, wenn hier die AAA-Dinger, Werden hat er in hier den Händen und sagt, es ausgepackt. soll ja ganz gut sein, habe ich mal Soll ja gehört. ganz nett sein. Also Ja. worum geht's bei Syndicate? Es ist im ISO 3D, Ja. Taktik, Ja. Strategie. Ausrüsten von deinen Söldnern und dann losschicken. Genau, du, wenn ich es richtig mitbekommen habe, du entführst irgendwelche armen Unschuldigen, reißt ihnen die Arme aus, machst bessere Arme dran und einen Steuerchip hinten im Kopf und dann schickst du sie los auf. Jetzt komm mir nicht mit deinen moralischen Bedenken. Wieso Hallo? Bedenken? Ich habe doch nur beschrieben, wie es. Ja, wie man es machen Wie musste. nennen wir Ja, genau? genau, ja. So, dann haben wir Space Hulk. Aus der Serie, das musst du da oben dazu sagen. Da steht nämlich, glaube ich, da oben. Ah, nee, da steht es nicht da Das ist oben. auch von EA Ist das nicht CD-ROM von, wie heißt Classics. das? Battle Dingsbums? Battle Wie Dingsbums? heißt denn das? Das Universum mit diesen kleinen Battletech? Figuren. Nein, mit den Figuren auf den. Warhammer? Warhammer, danke. Ach. Nee, Ich war aber dicht, ich war dicht dran. Ist das nicht? es gibt nicht nur. Nee, Warhammer, da gibt es auch die Space-Variante davon. Die Genau. Science-Fiction-Variante. Wie Ja, und ich heißen weiß nicht, wie die die? heißt, aber das Ding ist Space Hulk und der sieht so ein bisschen so aus. Dreh nochmal So rum. eine. Ich finde, der sieht so ein bisschen so aus. Sieht so ein bisschen nach Rollenspiel aus. Ja, wie der von Warhammer so ein bisschen. Ja. Aber ich kann es jetzt Also, nicht. es sieht nach einem Rollenspiel aus, würde ich mal sagen. Echtzeit-Action in über 50 Missionen. Kontrollieren Sie einzelne Space Marines, 5-Mann-Trupps oder gleichzeitig mehrere Einheiten. Steht auch sonst nichts drauf. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ja. Ja, sau cool. Ich sehe schon, wir kriegen die noch vollständig, die Sammlung von den EA CD-ROM Classics. Und hier haben wir noch Labyrinth. Das sagt mir nichts. Also natürlich, das Brettspiel sagt mir was, ja. Ah, The Labyrinth of Time. Okay. Das ist so ein Adventure mit 3D gerenderten, so ein bisschen Richtung Myst, glaube ich, aber in Science Fiction. Okay. Ja. Jo. Aber ich habe es noch nicht gespielt, aber ich habe von gehört mit geraytraceden Grafiken. Ich kenn's überhaupt nicht. Nie gehört. Also gehört habe ich immerhin davon. Ist von 1993. Wann war ein Mist? Davor oder Ich danach? glaube danach oder zur ähnlichen Zeit rum. So, lag da so in der Luft. So, und dann kommen Die angekündigten, die angekündigten das Bücher. war jetzt Das laut war jetzt den der Briefen nur der Bonus. Bonus, ne? Der sau cool. So, und nämlich, wenn man so ins Internet geht, dann muss man ja mal gucken, das ist ja so groß. Dafür gibt es den Mailbox-Führer, ne, das ist noch nicht mal Internet. Mailbox, Datenfernübertragung, Kommunikation mit Durchblick. Vom ersten Kontakt zur routinierten Anwendung mit über 150 aktuellen Mailboxen. Der Mailbox-Führer 96. 96, verdammter Mist. Guck mal hier unten noch. Ah. Telekommunikation. Ja, und Mit zwei Handys mit zum rausziehbaren Stift, mit dem es noch so aussieht wie so ein Knochen. mal, ob da irgendeine dabei ist, die ich kenne. Hier ist erst noch Du erlaubst ja, ich guckte gerade ja, mal. Ich räume mal kurz die CD die ist CDs beiseite. da runter, weil wir haben festgestellt, wir müssen ein bisschen mehr in die Mitte. Dass man auch was sieht. Ja. Also erstmal, wie funktioniert das, sich in eine Mailbox einzuwählen mit RS-232-Schnittstelle und Terminalprogramm und Modem und ISDN-Karte? Einrichten einer eigenen Mailbox, Zugriff auf Mailboxen. Hier ist der ATD. Für AT steht immer für Attention und dann D für Dial. Das ist der, die, wie heißen die Codes? Na, vergessen, wie die heißen. Datex J, BTX, Datex P, Auslandsverbindung. Sollen wir mal gucken. Die Cool, Top sag doch 100. mal Die Top 150 ja, wo deutschen sind die? Mailboxen, Ja. Seite 77. Da geht's los. Ich schlage einfach mal in der Mitte auf, denn die werden ja dann noch auf einer Seite stehen. Was hast du da? Didis den BBS aus Darmstadt. Jetzt gucken wir doch mal. Ich gucke mal nach welchen, die ich kenne. Ob da eine unter Coffee Shop B. Bröselbox.
Nee, die Black Zone ist schon mal nicht drin. Das war eine bekannte Amiga-Box. Ja, vielleicht war die nicht gut genug. Ja. Joker, JP Berlin, Junge Presse Berlin. Kosten lokal 0 Mark. Wenn du auf Netze zugreifen willst, sowas wie das Z-Netz oder so, Usenet, Foren und sowas, dann mit 6 Mark bist du dabei. Hier Z-Netz, T-Netz, DE, COM, offenes deutsches Schulnetz, Pressnet, Maus, Frass, BLN, German News. So war das damals gewesen. Lebensinterface Ahlen. Christlich-missionarisches Netz. Netz für kirchliche Mitarbeiter und Pfarrer. Also ich muss zugeben, das Thema ging auch an mir vorbei. Mailboxen? Das, ja. So, ich habe ja 87 angefangen mit Datenfernübertragung. Mhm. Damals noch mit dem Akustikkoppler, den habe ich ja mal bei Back in Time vorgeführt und bin dann 94 wieder in die Mailbox-Szene eingestiegen und habe das 2,5 Jahre lang intensiv gemacht, bevor ich dann halt Internet dann war irgendwann rum. Wir haben ja auch eine eigene Mailbox, also ich hatte eine Mailbox, wo aber nur irgendwie sich 3 Leute mal eingewählt haben, die auch nicht wirklich publik gemacht haben, mal aufgesetzt. Aber ich war SysOp gewesen von der Magic BBS in Ingelheim. Die hat auch einen eigenen Fido-Knoten gehabt mit dem Oliver und dem Stefan zusammen damals. Und die hatte einen gut sortierten Amiga-Bereich, aber wir haben sie aufgesetzt, kurz bevor Mailboxen generell weg waren. Ja. Weg waren. Ja. Ja. Ich hatte es ja schon mal angekündigt, wir überlegen auch eine eigene Virtually Mentioned Mailbox zu machen. Sollen wir mal gucken, ob das so technisch klappt. Müssen wir noch ein paar Strippen ziehen und Telefonleitungen ziehen. Aber da wir haben euch gehört, wir arbeiten dran. Kann so nur noch um wenige Jahre sich handeln, bis das dann irgendwann mal... Also ihr seht schon, wir werden nicht so verharren. Wir wollen immer was Neues ausprobieren. Wir wollen mal was Neues ausprobieren. Und so. Wir sind auch für Vorschläge dankbar. Also ich unterbreche dich kurz. Ja. Mein lieber Wolfi, es tut mir leid. Falls euch irgendwas Cooles einfällt, was wir machen können, was jetzt so ein bisschen grundsätzlich mit dem Thema zu tun hat, ruhig sagen. Ich meine, solange es uns Spaß macht. Also man kann ja mal ausprobieren. Das Ziel ist, dass wir Spaß haben und wir hoffen immer, dass ihr mit uns Spaß habt und dann können wir das machen. Was soll's? Ja, also ich sage, ein paar Sachen, die nicht zur Disposition stehen, sind 17 Videos am Tag veröffentlichen oder rund um die Uhr streamen, weil wir müssen auch noch arbeiten. Leben. Und leben, Geld verdienen, wie das halt so ist. Genau, ja. Aber so Sachen, die man einfach mal so machen kann, so zum Ausprobieren, da sind wir durchaus offen. So, wie den Amiga C, den Commodore C 16.000, welcher war der Schweineteurer, dieser super teure? C65. C65, wie den aufschrauben und die Platinen rauslöten oder so, das könnte auch problematisch werden. Also leider, wir kriegen einen zur Verfügung gestellt, aber ich glaube, das ist einer, den man nicht mit der Post verschickt. So, modern, ja. Neuere Sachen, das Stichwort vom Hagen. Ja. Nachdem wir den Mailbox-Führer von 1996 haben, jetzt werden wir viel kommen frischer. Wir zu modernen Sachen. World Wide Web Yellow Pages. Wenn man mal im Internet unterwegs sein will, im World Wide Web, da brauchen wir auch ein Telefonbuch. Ja, ja, das Adressbuch. Das Adressbuch für jeden Datenreisenden im Internet von Markt und Technik. Datenreisender, das ist ja auch gut. Jetzt mit CD-ROM. Und dann gucken wir mal, was wir da so finden. Von wann ist es denn, Dennis? Es ist von 1996. Das ist ja lustig. Ja, der Mailbox-Führer von 96 und Internet von 1996. Und dann gucken wir doch mal, was wir da so haben. Oh, guck mal, das sieht sogar aus wie die gelben Seiten. Dennis, ja. Leg doch mal da in die Mitte. Hagen, such dir mal irgendein Thema aus. Was möchten wir denn gerne? Restaurants. Restaurants. Dann gucken wir doch mal unter R wie Restaurants. Ich war gerade total überfordert. Was willst du denn so machen? Ich keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich hier, das ist Reise. Restaurant India. Reise. Nee, R gibt's nur Reise. Ja, ist aber auch schon mal ganz gut. Der R gibt es nur Reise. Best Western, Canadian Airlines International, Chicago. Dann guck doch mal nach Spielen, Dennis. Komm, nach Spielen? Shopping, allgemein. Mal, ob's da was gibt. Shopping EDV. Unterhaltung und Freizeit gibt es noch. Ja, mach doch Unterhaltung. Unterhaltung und Freizeit. Guck mal, Adventure mit 2D. Dieses interaktive Adventure endet nie. Die Spieler erzeugen Erregung, Kälte und Stürze, arbeiten sich durch Räume, die andere vorher verlassen haben, und schaffen neue Pfade und Ereignisse, die Mitspieler weiterbauen können.
Dubios. acm.rpi.edu/tildeprisoner/addv-docs/ Dubios. Ich dachte ja, wir finden da irgendeinen coolen Namen, den man so kennt oder so, oder? Babel. Babel kennt man doch irgendwie, oder? Das ist ein Abkürzungsverzeichnis, das alle 3 Monate aktualisiert wird. Das ist ja frisch. Auswärtiges Amt, das Angebot in deutscher Sprache. auswärtiges-amt.government.de. Deutsche Sprache, ne? Genau, Government. Ja. Canadian Heritage Information, Carol Lewis. Der hat Alice im Wunderland geschrieben, genau. Steht da nämlich. Wenn man nicht wegguckt, dann sieht man es auch. Fantasy and other role-playing games. Hier finden Sie Association for... Also jedenfalls, so war das damals. Da gab es ja noch kein Google. Es gab zwar schon Suchmaschinen, aber damals war noch so die Zeit von Web Directories, ja, wo du kuratierte Linksammlungen hattest, ja, bei Yahoo oder sowas zum Beispiel. Oder du hast ja halt das Telefonbuch genommen, hast gedacht, ich will mal... Wo gehst du denn heute mal hin? Ich will mal was... Ich will nach Australien und dann gucke ich unter Reise... Das musst du dann aber raffen, wo du suchen musst. Das ist ja nicht so, du suchst nicht nach A... Und es ist aber auch nicht nach, es ist ja nicht sortiert nach irgendwie einem Schlagwort, sondern nach dem Titel. Ja. A Malt Whiskey Tour zum Beispiel. So, und jetzt kannst du nur hoffen, dass Australian Environment Resources. Da ist aber auch eins, das heißt Australia. Australia. Ja. Also da muss man dann halt. Lass mich nochmal hier kurz. Lass mich nochmal gucken. Ich finde das cool jetzt hier. Wir gucken mal weiter hin. Du bist viel zu weit. Viel zu weit vorne. Ich wollte mal. Der Louvre. Siehst du, klappt. Gib dem Magner Ding in die Hand. Ich brauche einen Schlag und zack. Vertreibt Abenteuerspiele wie Monkey Island, Indiana Jones, Full Throttle etc. Umfasst aktuelle Screenshots, Demos zum Download, Pressemitteilungen über Neuentwicklungen und eine technische Hotline. www.lucasarts.com. Direkt neben Lufthansa. Einmal Wahnsinn. In die Hand gegeben und ich finde das. Ist überhaupt kein Problem. Handbücher sind meins. Das merkt man da. Ja, der Handbuchhaken. Sau cool. Also das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen, ja, lassen. Heute mit Google alles zack. Erstmal der Mailbox-Führer. Also Mailboxen sind die, wo man anruft und dann mit einem Rechner verbunden ist. Ja. Und hier schon das weltweite Netz mit dem Telefonbuch, wo man denn da was irgendwie findet. Also faszinierend. Sau cool. Vielen Dank, Wolfi, für diese Ergänzungen, ja, für die Sammlung absoluter Kult und dazu noch die EA-Sammlung der Klassiker-Games und vom Alexander die Atari-Maus und das Atari-Spiel. Also würde ich doch mal sagen, hier eine schöne Ausbeute. Ja, genau. Das kann man nur noch Dankeschön sagen. Genau, großartig, vielen Dank. Ja. Euch vielen Dank zum Zuschauen, wie immer am Ende eine ausgepackt Folge. Wir sagen an dieser Stelle Tschüssi. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ad Astra.